Hallo lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du dich hier für meine Videos interessierst. Und jetzt sehe ich erstmal gerade, muss mal erstmal meine Karten hervorholen. Ja, um was geht es denn lieber Steinbock in diesem Video für dich? Es geht um das Weihnachtsfest und den Jahresübergang. Und da mag ich mir gerne hier mit den Karten, die ich gerade erstmal hervorgeholt habe, ist mir gar nicht aufgefallen, mir das in einer kleinen Legung für dich anschauen, wie sich das so gestaltet, ja? Und zwar habe ich hier das Lenormand-Kartendeck mitgebracht und zwei Orakeldecks. Ich stelle dir die auch mal gerne vor. Die Lenormand-Karten, diese hier, das ist das Floralis-Deck, ja? Und dann habe ich noch das Dankbarkeitsdeck mitgebracht. Dankbarkeit fühlen, die Geschenke des Lebens erkennen und das Glück manifestieren. Und ich habe dieses Deck noch mitgebracht, die aufgestiegenen Meister. Da werde ich dir dann auch einen Text vorlesen und hoffe, dass das nochmal Zusatzbotschaften für dich sein werden, wenn du dann natürlich hier mit in Resonanz gehst. Ja. Steinbock, Sonne im Zeichen Steinbock, Aszendent Steinbock oder Mond im Zeichen Steinbock. Alles andere wird sich im Kartenblatt zeigen. Ich werde dir alles sagen, was ich empfange, was ich sehe, was ich spüre. Und ich bin ganz gespannt, wie sich dein Weihnachtsfest, dein Jahresübergang gestalten möchte. Wo du vielleicht noch drauf achten darfst. Es kommt ja jetzt ganz darauf an, was ich jetzt hier zeigen werde. Schau an. Da bist du direkt aus dem Kartenblatt gepurzelt. Die Dame ist egal, ob ihr Mann oder Frau zuschaut. Ihr seid die Dame, die hier zugucken. Ja? Und die ist ja jetzt hier im hohen Bogen rausgefallen und die möchte auch gesehen werden. Du möchtest gesehen werden, ja? Vielleicht bist du in letzter Zeit eben halt nicht so gesehen worden. So, da haben wir Dame Reiter, der Hund, die Schlange, der Fuchs, das Kind, der Mond, die Wege, der Herr, das Herz, der Anker, oh lala, und der Bär. Unterm Deck haben wir was? Die Wolken. Okay, es scheint noch irgendwas durcheinander zu sein, also nicht ganz klar zu sehen zu sein. Nebulös sagt man eben halt auch. Vielleicht machst du ja auch noch irgendwie Sorgen. Und etwas ist dir eben halt nicht so ganz klar. Das ist so ein bisschen die Überschrift zu diesem Thema. Ja, aber bei den Wolken sage ich immer ganz gerne, und wir haben gerade bei uns eine unheimlich steife Brise, auch wenn ich nicht am Meer wohne, es ist total windig, nee, um nicht zu sagen stürmisch, und dann verziehen sich die Wolken halt auch wieder. Ja, schauen wir mal näher rein. Ich lege das mal hier jetzt mal gucken, ob alles drauf ist. Ja, okay. Ja, wie gesagt, du bist schon hier im Kartenblatt und interessanterweise hat sich direkt das Pendant, nämlich der Herr, hier reingelegt. Das ist eine dir wichtige Person. Das kann ein Partner, Partnerin sein, also auch hier darf geswitcht werden. Ja, ein dir nahestehender, wichtiger Mensch. Also wir sprechen jetzt hier nicht von irgendeinem Nachbar oder Nachbarin oder so, ja. Also es ist eine Person, die dir sehr wichtig ist. Ne? Wunschpartner. Ein dir nahestehender Mensch. Ich denke mal, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ich habe ihn schon mal erwähnt, hat sich jetzt hier am Ende hingelegt. Das ist erstmal wertfrei zu sehen, einfach nur von der Position her. Ja, wir haben hier letztendlich auch noch andere Personen. Ja, die Schlange ist auch eine weibliche Person in einem privaten Reading. Kann hier aber auch eine männliche Person sein. Und sie hat natürlich ihre Eigenschaften. Der Hund spricht auch von Freund einer Freundin. Und der Reiter ist auch eine Person, eine jüngere Person, ja. Sportlich, dynamisch, sagt man auch hier so mit dem Reiter. Und auch das Kind kann eben halt um ein Kind bis 18 Jahre sein, ja. So, das erstmal, was hier so mir so sofort irgendwie entgegenkommt. Ja, du liegst hier an erster Position und da scheint eben halt über diesem Thema,
mit Weihnachten und dem Jahresübergang, da scheinst du eben halt stark gefragt zu sein. Sonst würdest du nicht hier so direkt zu Anfang dieser Legung legen. Also du kannst auch hier etwas in Bewegung bringen, wieder positiv voranbringen. Ja, Vertrauen halt auch in eine Situation bringen. Ja, weil die Wolken zum Beispiel sprechen auch von Zweifel. Ja, und hier mit dem Hund ist es so gegeben, dass eben halt hier die Zweifel halt auch wieder gehen dürfen, indem du dich eventuell einbringst. Oder eben halt so ein Thema, welches da bei dir gibt, kommt jetzt Bewegung rein, sodass sich eben halt diese Wolken verziehen können. Kann hier eine weibliche Person, ich bleibe bei weiblich, ist für mich einfacher, ja, kann eine weibliche Person mit zu tun haben. Ich könnte hier mit dem Hund und der Schlange tatsächlich eine Freundin sein, worum es geht, worum du dir Sorgen machst. Es ist dir ein nicht unbekanntes Thema. Ja, bekannte Schwierigkeiten sind da und mit diesen bekannten Schwierigkeiten kommt jetzt Bewegung rein, sodass sich auch dann diese Wolken verziehen können, ja. Wir haben direkt noch hier den Fuchs dabei liegen. Da ist nochmal gleich das Thema des Zweifelns und des Misstrauens. Ja, hier möchte wohl, hier möchte wohl ein Streit geschlichtet werden, habe ich so das Gefühl. Eine Schwierigkeit, die sich da schon länger hinzieht und wo sich also auch schon unheimliche Gedanken drüber gemacht worden ist. Und auch noch hier zum Weihnachtsfest Gedanken sich gemacht werden. Ja, also es schwingt hier irgendwie zum Weihnachtsfest mit. So von wegen, meine Freundin, mein Freund so und so. Da gibt es eben halt diese Unstimmigkeit. Und so richtig weiß ich auch nicht, soll ich hier in Aktion treten oder soll ich schauen, dass die Person, die mir nahesteht, also hier die Freundschaft, die dir nahesteht, soll diese Person eben halt etwas machen. Du bist da eben halt schon verwirrt, sagt man halt auch mit den Wolken und eben halt auch skeptisch, ja. Und wie gesagt, hier werden sich unheimliche Gedanken gemacht und hier ist eben halt auch so dieses Thema mit den Wegen, so dieses Hin und Her. Was soll ich machen? Soll ich abwarten oder soll ich in Aktion treten? Jetzt ist es so, ich habe dich eh schon hier mit dem Rücken zu dieser Kombination liegen, sehe ich dich liegen. So auch die Aktion geht in die andere Richtung. Ja, die Schlange guckt aus dem Kartenblatt raus. Das ist ein bisschen schwierig so. Ich sehe euch da eigentlich beide so ein bisschen bockig. Der eine möchte nichts tun, der andere möchte nichts tun. Ja, ich kenne natürlich die Situation nicht. Aber irgendwie mag ich beiden hier zurufen, dir und dieser Freundschaft, oder also diesem Freund, dieser Freundin, ja, sich eben halt hier mal zu überlegen, ja, wie lange ihr euch schon kennt und dass irgendwie einer schon den Schritt machen darf, sonst dreht sich das ja angenommen ewig halt auch im Kreis, ja. Ich habe dich hier schon so vom Gefühl her hier so liegen, als würdest du eben halt da schon stark darüber nachdenken, den Schritt zu tun. So unter dem Motto, der Klügere gibt nach und außerdem möchte ich hier halt auch wieder neu mit dieser Person beginnen. Also das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich möchte, dass es eben halt wieder weitergeht mit dieser Freundschaft, ja. Und diese Freundschaft scheint dir eben halt auch sehr wichtig zu sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, gerade halt auch so zu Weihnachten, da wird einem ja auch weich ums Herz, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass du da irgendwie bereit bist, eine andere Perspektive zu dieser Situation eben halt auch einzunehmen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass hier die weitere Hauptperson, also eine dir wichtige Person, sich noch da reingelegt hat, dass die irgendwie auch was damit zu tun hat. Also als wenn tatsächlich hier die Schlange wie so ein Störenfried gewesen ist, ja, und dir aus diesem Grund es eben halt auch schwerfällt, auf diese Person zuzugehen. Ja, deswegen schaust du letztendlich halt auch aus dem Kartendeck heraus. Aber ich habe ja auch gesagt, du liegst hier sehr präsent. Du liegst hier an erster Stelle.
Und ich nehme schon wahr, dass du durch den Perspektivenwechsel, der so um die Weihnachtszeit eben halt herumkommen wird, eben halt doch schon mal eher bereit bist, einen Schritt zu tun. Ja, vielleicht brauchst du hier so den einen oder anderen Kick, sag ich jetzt mal, dass du sagst, naja, ich gehe da so ein bisschen klug und witzig eben halt vor, ja, und versuche da eben halt auf dieser Basis mit so einem Touch Humor, sag ich jetzt mal, heranzugehen und irgendwie zu sagen, hey, das war doch jetzt irgendwo so alles blöd und lass uns das doch begraben und lass uns positiv nach vorne schauen. Es hat mich total getriggert. Ne? Du kannst auch natürlich hier offen und ehrlich sein. Das ist auch ganz wichtig. Aber lass uns doch eine Lösung oder einen Kompromiss für diese Sache finden. Ich war ein bisschen blöde. Du warst auch da in dieser Situation ein bisschen blöde. Ganz simpel, lass uns wieder die Hand reichen und wir starten neu durch, kann man schon so sagen. Wir starten neu durch. Ich habe nämlich jetzt schon das Gefühl, dass das hier irgendwie etwas Hartnäckiges ist, auch wenn ich jetzt hier so nicht den Berg dabei liegen habe. Aber mir kommt wirklich so rüber an Energie, dass man nicht so ganz mehr vertrauen kann, dass man diese Person eben halt auch schon lange kennt und da eben halt eine Situation ist. Und beide eben halt hier sich nicht anschauen, also beide Personen sich nicht anschauen. Irgendwie aber beide irgendwo wollen, dass diese Freundschaft jetzt nicht endet, weil ein Ende habe ich hier auch nicht liegen. Ja, aber weil das hier so in Verbindung mit die eine dir wichtige Person eben halt, ja Partner, Partnerin, Wunschpartner etc. ja, hier liegt, kann das gut eben halt sein, dass das aus dem Grund ist. Und dann ist so eine Thematik, die, ja, die was mit der Liebe zu tun hat und auch mit dem Partner ja zu tun haben, dann ist das natürlich immer so ein bisschen brisant, ja. Hier deine wichtige Person, dein Gegenüber, ja, hat das auch hier so im Kopf, ja. Er weiß auch, dass er da etwas falsch gemacht hat, deswegen nehme ich ihn hier irgendwie so wahr, dass da, Entschuldigung, dass er da irgendwie in dieser Situation involviert ist. Aber hier liegt ihm halt auch mit dem Kind und dem Hund, dass er möchte halt auch wieder, dass da Ruhe, Frieden und Harmonie ist und die ganze Sache eben halt auch bereinigt wird, ja. Ich habe schon das Gefühl, so dass sich das zu der Weihnachtszeit wird dieser Schritt gemacht. Da fällt es ja auch oftmals leichter, ne, durch einen Weihnachtsgruß oder so, ja, dass man da eben halt so den ersten kleinen Schritt aufeinander geht. Und dann eben halt so ins Gespräch eben halt kommt. Und ja, durch tiefste Wünsche, die man da halt auch in dieser in Richtung dieser Freundin, Freund hat, ja, möchte man eben halt der ganzen Sache auch beilegen, ja. Weil es scheint hier schon was sehr, sehr Vertrautes zwischen dir und dieser Freundschaft zu sein, ja, sehr innig. Und jetzt ist eben halt da an irgendeine blöde Situation gekommen, die, ja, die das Ganze eben halt ins Straucheln gebracht hat. Und deswegen halt auch so hier, das sind auch die Enttäuschungen. Wolken sprechen halt auch von Enttäuschungen, ja. Ist natürlich dann auch die Frage, du wirst es sehr wahrscheinlich wissen, lieber Steinbock, wenn man etwas erwartet von einer anderen Person, die muss aber jetzt kommen. Aus dem und dem Grund, ja, dann ist es oft so, dass die Enttäuschung auf dem Fuße folgt. Ne? Es ist immer in Verbindung mit Erwartung. Ist jetzt mit, ja, Punkt. Immer in Verbindung mit Erwartung, richtig. So, wie gesagt, so um die Weihnachtszeit sehe ich das, dass das so ein bisschen hier aufgedröselt wird, diese Situation. Ich sehe das schon so. Wie soll ich mal sagen, dass eine Lösung gefunden wird zwischen dir und dieser Person und so, dass auch das hier zwischen dir und deinem Partner ja auch wieder bereinigt wird und auch wieder so ins Reine kommt. Zum Jahresende hin wird sich das zwar noch so ein bisschen, naja, wenn ich sage ziehen, ja, wir haben ja jetzt schon Ende der Woche, den 1. Dezember, das geht jetzt ruckzuck, dann
knallen die Korken und der Jahresübergang ist schon da. Aber schau dir die letzte Reihe an, die ist ja wirklich sehr, sehr schön, lieber Steinbock. Da ist der Herr, das Herz, der Anker und der Bär. Also erstmal wirst du voller Vertrauen und Selbstvertrauen und Stärke und Mut ins neue Jahr gehen, dass du sagst, ach, Gott sei Dank hat sich das alles jetzt noch zum Jahresende gut gewendet, ja, und dass sich das hier zwischen dir und deinem Herzmensch wieder stabilisiert, wieder inniger wird und dass du da wieder Vertrauen fassen kannst. Und ich sehe hier wirklich zum Ende des Jahres hin ganz, ganz viel Liebe, ja, und Zuneigung und Zuversicht fürs neue Jahr. Und ja, wie gesagt, ganz viel innige Liebe. Und ich sehe hier, dass die Schlange wohl rausgeht. Ich sehe auch kein Ende, ja. Aber ich sag mal so, wenn das hier irgendwie noch so zum Weihnachtsfest, zwischen Weihnachtsfest und Jahresende sich bereinigt, muss man dann tatsächlich sehen, wie es weitergeht. Ja, also wie gesagt, ich habe hier kein Ende liegen. Ich meine nur deswegen, weil sie schaut hier rechts, du schaust links. Ja, also ist jetzt die Frage, wie tief sitzend der Schmerz ist. Sekunde. Entschuldigung. Wie tief sitzend der Schmerz ist. Aber ich habe das Gefühl, ihr werdet eine Lösung finden. Und zwar so eine Lösung, dass ihr beide damit zufrieden sein könnt und hier wieder neu beginnen könnt, neu durchstarten könnt. So sehe ich das. Und das würde ich mir dann auch wünschen. So dass du erleichtert und mit Leichtigkeit eben halt auch in das neue Jahr starten kannst. Ne? Welcher aufgestiegene Meister mag dir jetzt da zur Seite stehen und noch auch eine Zusatzbotschaft geben zu dieser Situation? Es ist natürlich so, lieber Steinbock, erstmal vielen Dank, liebe geistige Welt, für die Karte. Es ist natürlich so, du liegst jetzt hier als allererste Karte. Da ist es schon so, da du ja nun halt auch ein gehörntes Tier bist, ja, ich bin ja auch eins, ich bin Stier, du Steinbock, auch super gute Hörner, ne? da spielt und schwingt eben halt ja auch so, so was Starres, Störrisches hinter, ja? Und was Bockiges eben halt auch, ja. Und deswegen nehme ich irgendwie so wahr, dass da jeder so seinen Anteil hat, ja. Und deswegen eben halt hier der Weg, eine Entscheidung, eine Lösung, ein Kompromiss, ein Perspektivenwechsel eingenommen wird und Lösungen etc. gefunden werden, ja. So, ich habe schon die Karte gesehen, die sieht richtig, richtig schön aus. Kraft der Freude. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Wie heißt das hier? Maitreya. Maitreya. Schau mal, dieser Regenbogen und diese Freude. Ja? Also, das nehme ich auch letztendlich nämlich wahr. Wenn das Ganze so beigelegt wird, ich habe das Gefühl, da wird dir nicht nur ein Steinchen, da wird dir ein Klumpen vom Herzen fallen. Ich schau mal, was Maitreya, wenn der überhaupt so ausgesprochen wird, dir mit auf den Weg geben möchte. Oh, mit M gibt es mehrere. So, Kraft der Freude. Folge dem Weg der Freude, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen. Die Erfüllung deiner Lebensaufgabe wird dadurch gefördert, dass du fröhlich und leidenschaftlich daran denkst und arbeitest. Die Freude, die du in Beziehungen empfindest, hält sie lebendig, anregend und lässt sie wachsen. Die Freude, die du an deinen Hobbys hast, schenkt dir mehr Energie. Von allen Gefühlen hat Freude die höchste Schwingung. Freude hat die Macht, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und alles anzuziehen, was du brauchst. Freude erinnert uns daran, dass wir überhaupt nicht zu leiden brauchen. Durch die Macht der Freude können wir unsere Lebensaufgabe erfüllen und selbst und anderen helfen.
Siehst du, das habe ich gesagt, ja, dass wenn man sich hier entgegenkommt, ja, dass es dann wieder leichter wird und dann hast du auch einen Reifeprozess quasi angestupst und wächst eben halt auch. Hier ist ja auch eben halt auch dieses Thema mit dem Bär, ja, zu sich zu stehen. Also deswegen sage ich ja so, am Ende des Jahres, zum Jahresübergang, wirst du kraftvoll, mutig und mit Stärke eben halt ins neue Jahr rübergehen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Karte. Und vor allen Dingen eben halt vertrauensvoll kannst du nach vorne schauen zum Jahreswechsel. Und das ist eben halt sehr schön, ja? Also die Freude, Kraft der Freude. Und die Dankbarkeitskarten. Dankeschön. Ich zeige dir auch mal hier den Rücken, weil jede einzelne Karte sieht hier vom Rücken her anders aus. Deine sieht so aus. Hat hier so was, irgendwas Stabiles, ne? Und hält irgendwo echt einen super tollen Kern in sich. Ja? Und hier sehe ich irgendwie so wirklich, dass es hier auch wachsen will. So, danke mit der Nummer 21. Für all die Fülle in meinem Leben. Ja, letztendlich kann man sich das auch wirklich sagen, lieber Steinbock, wenn du dir jetzt die ganze Situation mal überdenkst, wie viel Energie soll dir diese Situation rauben, beziehungsweise ist das so stark, dass du da nicht ins Vergeben und Verzeihen gehen kannst und eher, sag ich mal, den Blick auf das Gute und die Fülle legen kannst, ja, für all die Fülle in meinem Leben. Also was letztendlich in deinem Leben ist, ist das nicht viel wichtiger als die Situation, die da gewesen ist? Ich kenne deine Situation nicht, ne? Ich gebe das mal so für dich als Gedankenanstoß hier für dich mit, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie schmerzhaft das für dich gewesen ist mit dieser Angelegenheit, ja. Aber die Karte sagt irgendwo, dass hier, ne, vor all die, also du scheinst in deinem Leben ja schon ganz viel Fülle zu haben, sonst wäre ja diese Karte nicht gekommen. Und die überwiegt anscheinend viel, viel mehr als das, wie gesagt, was hier an Situation ist. Ja. Schöner Hinweis, lieber Steinbock. Ich wünsche mir für dich ein wundervolles Weihnachtsfest und einen grandiosen Jahreswechsel. Und ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Und ich sage bis dahin alles Liebe und Gute, die Tina.